Wir verfolgen da mehrere Maßnahmen, die wir ergreifen können, um Vögel im Netz zu schützen. Einmal zum Beispiel die Installation von Vogelschutzmarkierungen, so dass die Vögel halt im direkten Anflug auf die Hochspannungsfreileitungen diese besser erkennen können und dann vorher abweichen können oder die Leitung unter- oder oberfliegen können. Des Weiteren verbauen wir auch Nisthilfen an verschiedenen Masten, um da beispielsweise den Vögeln einen direkten Platz anzubieten, der außerhalb unseres Gefährdungsbereiches der Hochspannungsfreileitung ist, um da dafür zu sorgen, dass die Nester nicht da gebaut werden, wo wir sie jetzt an der Stelle nicht gebrauchen können. Der Vorteil ist ganz klar einmal die Verringerung der Anflugschäden an den Vögeln, aber natürlich auch ein Stück weit Imagegewinn für uns, Akzeptanzgewinn bei allen beteiligten Gruppen hier an der Stelle, weil wir wollen ja gemeinsam den Luftraum nutzen hier vor Ort und das mit möglichst wenig Schäden.